Herzlich willkommen an Sie alle. Ich fange mit den Vorstellungen bei der Dame neben Bundesminister Gabriel an. Dr. Marianne Mazzucato is Professor of the Economics of Innovation at the University of Sussex and advisor to governments and organizations around the world. Her books on the entrepreneurial state and most recently on rethinking capitalism have made waves, prompting the New Republic, for example, to call her one of the three most important global thinkers on innovation. Great to have you with us, Marianne Mazzucato. Neben Frau Mazzucato sitzt Susanne Hahn. Sie leitet die Daimler Business Innovation, der interne Think- und Act-Tank des Konzerns, der den Auftrag hat, neue Geschäftsideen zu suchen und diese dann auch auszuprobieren, unter anderem in Zusammenarbeit mit Startups. Herzlich willkommen auch an Sie. Neben mir sitzt Professor Marcel Fratscher. Er lehrt Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin und er leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, ist außerdem Vorsitzender der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eingesetzten Expertenkommission zur Stärkung der Investitionen in Deutschland. Schön, dass Sie bei uns sind, Marcel Fratscher. Und als letzte Teilnehmer an diesem Panel hoffe ich zumindest, dass wir den Erfinder und Startup-Gründer Catalina Voss aus Nicaragua zugeschaltet haben. Können wir ihn sehen? Da ist er. Guten Morgen. Guten Tag, Herr Voss. Und der Ton funktioniert, ja? Sehr schön. Ja, scheint so. Herr Voss, das mache ich. Herr Voss ging mit 17 nach Silicon Valley auf Einladung vom Mitentwickler des Apple Macintosh. Er fand dort den Aufmerksamkeitstracker Sension und verkaufte das Startup, als er gerade 20 Jahre alt war, an ein japanisches Unternehmen. Und wir müssen ihn auch dafür loben, dass er um 3 Uhr morgens aufgestanden ist, um bei uns zu sein. Also, Catalina Voss, vielen Dank. Vielen Dank. Und wie Sie merken, meine Damen und Herren, habe ich auch einen sehr interessierten Co-Moderator mitgebracht. Wie alle guten Moderatoren möchte er intensiv zuhören und sich dann hier und da mit ein paar Fragen einschalten. Also sehr schön, dass Sie mit uns auf der Bühne sitzen, lieber Herr Minister. Ich würde jetzt gerne anfangen mit dem Thema Investition oder Steuersenkung. Das Thema, das Minister Gabriel auch aufgeworfen hat während seines Eingangsstatements. Und die Frage ist, was ist wichtiger? Einkommensteuersenkungen, Schuldentilgung oder Investitionen des Staates? Und wenn letzteres, worin soll der Staat dann investieren? Welche Infrastruktur, welche Märkte sind Treiber einer produktiven Innovation? Sie haben gestern in einem Interview mit der FAZ gesagt, Deutschland müsste bis 2025 die beste digitale Infrastruktur der Welt haben. Wir wollen gerne von den Panel-Teilnehmern wissen, was das sein könnte, wie das aussehen könnte. Und ich fange jetzt bei Professor Mazzucato an. You have written that Silicon Valley's creativity wouldn't have been possible without U.S. government-funded investment. So give us your take, if you would please, on where Germany stacks up. Must the public hand here do more? And if so, what? So first of all, there's no country in the world that has achieved smart, innovation-led growth without having an active state. And this is not Big Brother sort of planning from above. This is about forming a decentralized network of different types of public actors which cooperate with the private sector across the whole innovation chain. And one of Germany's strengths is it actually has lots of these public actors. Now, whether they can interact in new ways, this is, I think, a very important question. But just think of what Germany has. It has patient, long-term, committed, strategic finance. Right? Because what innovation needs is not short-term speculative finance, but patient finance, so the KfW. It has the Fraunhofer's and the Max Planck's. It has a mission-oriented R&D policy, so not just R&D that has been increasing, whereas the rest of Europe, unfortunately, due to some messages coming from Germany, have been cutting their publicly funded R&D, but it's mission-oriented around the Energiewende policy. You know, the big question for Germany is, what are other types of missions, for example, not just around energy? What about health
and healthcare, care as a new direction for the whole economy, through which you then catalyze these different public actors across the whole chain, basic research, applied research, early stage financing, to do, you know, to face big new problems. Because what we actually need are the public and private sector to be challenge-led, to focus on problems which then stimulate innovation across the economy. Going to the moon required more than 10 different sectors to think differently, including what we might consider low-tech textiles. And we really need to get away from the ideology and get a bit more into the history of where Silicon Valley came from and admit that all our smartphones today would be stupid phones without the internet, GPS, touchscreen, and Siri, and even Google's algorithm, which came from the National Science Foundation. All those technologies, smart technologies, were publicly financed. Vielen Dank. Herr Fratscher, Sie haben, wie vorhin gesagt, das Bundesministerium beraten, auch zum Thema Ausrichtung der Investitionspolitik. Sagen Sie uns bitte, was sehen Sie als die absolut kritischen Next Steps? In welche Richtung müsste es jetzt gehen? Um innovativ und eine langfristige Perspektive zu haben, darüber, worüber wir eben gesprochen haben, brauchen wir letztlich eine Stärkung von Investitionen in drei Bereichen. Einmal Bildung, Infrastruktur, und in gewisser Weise auch Innovation. Also diese drei Bereiche würde ich ganz zentral voranstellen. Natürlich braucht man die richtige Hardware, also Infrastruktur. Ich würde es jetzt mal Hardware nennen, obwohl es natürlich auch viel Software dabei ist. Viele reden immer über Verkehrsinfrastruktur, Straßenbrücken und so weiter. Sicherlich ist das auch wichtig. Aber wenn man sich die digitale Infrastruktur anschaut, sieht man, dass Deutschland eine der schlechtesten digitalen Infrastruktur, was den Breitbandausbau betrifft, hat. Mit einem sehr, sehr geringen Ausbaukapazität. Länder wie Litauen haben eine deutlich bessere digitale Infrastruktur, als wir das haben. Es gibt eine Diskussion darum, braucht man erst das Angebot, oder viele Kritiker sagen, ja, man braucht das vielleicht gar nicht, weil, schauen Sie mal her, die Unternehmen fragen das ja gar nicht nach. Aber ich glaube, wir müssen genau andersrum denken. Erst wenn wirklich das Angebot, wenn die Infrastruktur dafür da ist, dann wird sich auch wirklich dafür eine Nachfrage entwickeln. Deshalb von der Größenordnung her reden wir hier geschätzt um ein Glas, wenn man jetzt Glasfaser als bevorzugte Technologie nehmen würde, nur um eine Größenordnung, einen Zahlenraum zu setzen, reden wir von 60 bis 80, vielleicht 100 Milliarden Euro, was hier für einen flächendeckenden Ausbau in Deutschland benötigt wird. Nicht jedes Jahr, sondern als eine gesamte Summe. Das sind 3% des BIPs. Das klingt erstmal nach einer riesigen Zahl, ist es aber eigentlich nicht, wenn man sich überlegt, dass wir Deutschen jedes Jahr einen Leistungsbilanzüberschuss, also eine Nettoersparnis von knapp 270 Milliarden Euro haben, also einem Dreifachen von dem, was wir ins Ausland verleihen. Also große Zahlen, aber durchaus machbar. Auch hier, glaube ich, wieder diese Kombination private, öffentliche Investitionen. Natürlich sollte in der digitalen Infrastruktur das in erster Linie die private Seite sein, aber auch in der Expertenkommission, die Sie angesprochen haben, haben wir gesagt, wir sehen nicht diese Investitionen, deshalb muss der Staat auch hier mit pushen, sich auch daran beteiligen. Also das ist eine der Beispiele, wo es eine sehr kluge Investition wäre, zusammen mit der privaten Seite diese digitalen Netze zu entwickeln. Und diese Push soll lieber durch staatliche Ausgaben kommen, als durch Steuersenkungen, nehme ich an. Das ist so ein bisschen eine rhetorische Frage, finde ich, obwohl Sie haben natürlich recht, dass viele... ich glaube, was man nicht genug betonen kann, wir Deutschen, wir leben in Deutschland im Augenblick in goldenen Jahren. Und diese goldenen Jahre werden nicht lange andauern. Die Überschüsse, die wir heute in öffentlichen Haushalten haben, werden auch beim Bund, die 6 Milliarden, über die jetzt groß gestritten wird, brauchen wir eine Steuersenkung, werden 2018 in zwei oder nächstes Jahr nicht mehr da sein. Unsere Prognosen sind, der Bund wird wahrscheinlich im nächsten Jahr ein leichtes Defizit haben. Und da sind noch nicht zusätzliche Ausgaben eingerechnet. Also Steuersenkungen machen keinen Sinn, wenn Sie wissen, die Gelder sind im nächsten, in zwei, in drei, in fünf Jahren nicht mehr da. Wir wissen aber gerade bei den Investitionen, das sind ja nicht Ausgaben, die Sie jedes Jahr tätigen müssen, sondern wir haben jetzt einen großen Bedarf. Herr Gabel hat die Schulen angesprochen, wir haben im Bereich Verkehrsinfrastruktur große Lücken und bei der digitalen Infrastruktur. Und es ist jetzt eigentlich genau diese goldenen Jahre, die man nutzen sollte, in der Deutschland wirtschaftlich stark ist, leistungsfähig ist, bevor der demografische Wandel eintritt, jetzt diese Jahre zu nutzen, um wirklich einen Push zu machen, also wirklich eine Investitionsoffensive. Und deshalb sehe ich das so ein bisschen mit einem weinenden Auge, dass die Diskussion jetzt darüber geht. Wir müssen die Bevölkerung, wir müssen die Wähler irgendwie bestechen mit Wahlgeschenken, anstelle wirklich in Investitionen zu investieren. Danke sehr. Frau Hahn,
Sie führen bei Daimler Business Innovation eine Startup-Autobahn. Da geht es um unter anderen Themen auch um das Connected Driving, also auch autonomes Fahren. Was braucht man dafür an digitale Infrastruktur? Und was müsste man hier ändern, damit diese Infrastruktur vorhanden ist? Ja, also zunächst würde ich vielleicht noch ein, zwei Worte zu Startup Autobahn sagen. Startup Autobahn haben wir im September letzten Jahres gegründet bzw. gestartet. Das ist eine offene Innovationsplattform, die weltweit so in dieser Konstellation einzigartig ist und offen ist, auch neue Unternehmen dazu zu bringen. Wir sind momentan eine Partnerkonstellation aus Daimler, aus Plug and Play. Das ist ein sehr bekannter Accelerator aus dem Silicon Valley, die Universität Stuttgart und die Arena 2036, also das weltweit größte Forschungslab, Hardware-Lab, was dort gerade aufgebaut wird in Vaihingen. Und wir nutzen den USP oder zwei USPs speziell. Der eine aus dem Neckar Valley sozusagen, also die Ingenieurskunst, und möchten diesen zusammenbringen mit dem Drive, den wir über das Silicon Valley erhoffen. Und da haben wir eine Vision, dass das natürlich auch in die Richtung Silicon Valley geht. Jetzt wurde ich da natürlich schon öfters mal angelächelt, weil das ein sehr, sehr hehres Ziel ist. Aber zumindest sollten wir vielleicht das mal anstreben. Und meine Botschaft ist, dass wir in Summe, wenn wir anpassungsfähig sind, wenn wir kooperationsfähig sind, was wir genau mit diesem Ansatz forcieren wollen, auch für Deutschland stärker werden. Das Ganze heißt Startup Autobahn. Autobahn ist nochmal ein USP von Deutschland. Das ist, in Deutschland haben wir kein Tempolimit auf den Autobahnen. Das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Und deshalb Startup Autobahn. Wir haben das erste Programm gestartet, also das müssen Sie sich so vorstellen, dass sich Startups der ganzen Welt bewerben. In der ersten Runde waren 280 Startups bei uns im Bewerbungsprozess innerhalb von nur 3 Wochen. Und wir wählen dann 20 Startups aus und von diesen 20 Startups entwickeln wir dann in den darauf folgenden 3 bis 4 Monaten 10 bis 13, wir konnten uns nicht auf 10 festlegen, deshalb haben wir 13 genommen, weiter, gemeinsam mit den Partnerunternehmen und schaffen nicht nur eine Situation für die Startups, dass sie nachher am Expo Day an Investitionen rankommen, also das heißt VCs auch übergreifend, nicht nur von Daimler sind dort dabei, auch weltweit, sondern sie bekommen auch Zutritt zu dem Netzwerk der Partner. Also das heißt, wir arbeiten aktiv daran, dass wir die Daimler-Welt mit der Startup-Welt und auch mit der Partner-Welt zusammenbringen und sind auch offen für Mittelständler. Das geht zum Thema Finanzierung und darauf würde ich gerne nachher noch einmal zurückkommen. Aber einfach diese Frage der Infrastruktur. Was bräuchte man, damit solche Startups, die mit Connected Driving zum Beispiel arbeiten, was bräuchte man hier in Deutschland, damit das wirklich vorangeht? Ja, es sind mehrere Faktoren. Ich denke, es ist die Art und Weise, also sie müssen agieren wie ein Magnet. Also wir erhoffen uns von Startup Autobahn, dass genau das der Magnet wird. Also dass eben durch den Drive, durch die Power vom Silicon Valley, wir so gute Startups anziehen. Und wenn Sie denken, das ist das erste Programm, wir haben jetzt schon neue Partner dazu gewonnen, in der nächsten Runde werden wahrscheinlich 3 oder 4 neue dabei sein, dann wird es ja immer größer, es gibt immer mehr Angebote, es wird immer mehr interessant für die Startups, auch nach Stuttgart zu kommen. Also Stuttgart als vielleicht heute noch nicht der Startup Standpunkt, auch in Deutschland nicht, aber vielleicht für die Zukunft. Und was auch der Standort bieten kann, ist, wir haben über 2000 potenzielle B2B-Kunden für die Startups. Und das nicht nur in Richtung Connectivity, Internet of Things, autonomes Fahren. Sie können in jedes Feld gehen. Wir sind auch momentan offen für alles. Also es geht rund um das Thema Zukunft der Mobilität. Wir möchten das gar nicht eingrenzen, behalten uns aber natürlich vor, in einer der nächsten Runden das nochmal ein Stück weit zu fokussieren. Danke sehr. Jetzt würde ich gerne Kathleen Voss ansprechen. Ist er noch da? Ich bin hier. Hi, sehr schön. Also, wir sprechen gerade über die Rolle des Staates.
Und es gibt natürlich in Silicon Valley manchmal eine ganz andere Sicht auf diese Frage, nämlich the state should simply stand aside and let the private sector do what the private sector does best. Wie sehen Sie das aus Ihrer bikulturellen Erfahrung? Mhm. Ich denke, zu einem gewissen Grade haben Sie damit recht. Ich denke, die Politik kann nur einen Rahmen schaffen für, ich glaube, wir brauchen mehr Risikokapital, aber noch wichtiger ist eine kulturelle Risikobereitschaft. Ja? Ich denke, das Silicon Valley ist vor allem deswegen einzigartig, weil die Leute, die es hier vor vielen Jahren zum Erfolg geschafft haben, jetzt als Mentoren und Kapitalgeber für Anfänger wie mich bereitstehen. Und ich denke, die Politik kann diesen Leuten und diesem Kapitalstrom in einem gewissen Maß einen Rahmen schaffen. Und ich stimme da Frau Mazzucato zu, dass ich denke, dass das in erster Linie in den Hochschulen und den Bildungseinrichtungen passieren muss. Ich glaube, ja, wir brauchen bessere Informatikprogramme an den Schulen. Damit fängt das an. Ich denke, Programmierkenntnisse sind in einem gewissen Grade das Handwerkszeug der digitalen Zukunft. Und wenn wir sie nicht sowohl früh genug als auch langfristig an Leute, die in anderen Feldern nicht beschäftigt sein könnten, lehren, dann glaube ich, dass sich eine digitale Elite entwickeln kann. Und das wäre nicht gut für unser Land. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir wir haben in Deutschland diese Schreie nach besserer IT-Bildung. Und wenn ich die höre, denke ich gleichzeitig ja, nach Stuttgart und München und sonst wohin und stelle fest, dass wir die besten Elektroingenieure der Welt haben. Und wenn ich eine Hardwarefirma aufbauen würde, dann auf jeden Fall mit Stützpunkt in München. Noch sind wir keine Gehirne in Glaskugeln. Wir haben noch physikalische Dinge zu bauen und ich glaube, wir können da auf unsere Stärken setzen, aber wir müssen einen Kulturwandel anstoßen, zu einem gewissen Grade Design Thinking unterrichten, damit die TUM-Abhänger nicht alle bei BMW enden. Wenn ich per Videokonferenz hier teilnehmen kann, dann wird sich die Rolle der Hochschulen mit Sicherheit ändern. Ich zahle in Stanford $240.000 Studiengeld, aber noch nicht für meine Vorlesung. Die sind alle online, sondern rein für den Austausch mit den Kommilitonen und Professoren. Vielen Dank. Ja, ich hätte eine Frage an Sie, aber auch an Herrn Fratscher, Frau Hahn. Für mich hört sich das ein bisschen als Widerspruch an. Auf der einen Seite plädieren Sie dafür, dass Sie sagen, ihr müsst eigentlich sozusagen die großen gesellschaftlichen Fragen adressieren und darauf auch sozusagen eure Forschungspolitik, eure Entwicklungspolitik ausrichten, zum Beispiel der gesamte Gesundheitsbereich, eine der großen Menschheitsfragen beantworten, wie wir die großen Krankheiten beseitigen können und darauf sozusagen, da muss der Staat bereit sein, auch entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. In Deutschland haben wir eigentlich eher die Tradition, jedenfalls die letzten 20, 30 Jahre, solche Fragen gar nicht zu stellen, sondern darauf zu warten, dass einer kommt und sagt, ich habe hier eine Forschungsidee, ich würde gern in diese Richtung gehen und dann gucken wir, haben wir Geld oder nicht und dann machen wir das. Aber eigentlich ist eher, also Herr Voss hat das ja eben gerade gesagt, eigentlich ist bei uns eher diese dem Silicon Valley zugeschriebene Aufgabe, sich rauszuhalten, die ist eigentlich bei uns traditionell in der Wirtschaftspolitik viel manifester. Hier in Deutschland war ja über ein paar Jahre Industriepolitik ein Schimpfwort. Und jetzt werden wir gerade aufgefordert und haben gerade ein paar Beispiele gehört. Nee, ihr müsst euch schon überlegen, in welche Richtung ihr große Themen adressiert. Und dann werdet ihr auch Leute finden, die sich damit auseinandersetzen. Für mich hört sich jedenfalls nach einem Widerspruch an. Wenn nicht, dann müssen Sie mir das jetzt erklären. Also ich bin der Meinung, Sie können durchaus trotz allem Geld in die Forschung investieren. Ich glaube, Sie tätigen ja Investitionen in die Infrastruktur. Wenn Sie über die Infrastruktur unserer Straßen nachdenken, warum investieren wir da nicht in Infrastruktur, die unsere Straßen auf selbstfahrende Autos vorbereitet? Ja, also darin ist für mich kein Widerspruch zu sehen. Und ich glaube, die Förderung der Forschung ist nur ein Teil dieses Rahmens. Ich glaube, es gibt andere Aspekte, über die wir noch nicht wahnsinnig viel gesprochen haben, wie zum Beispiel die Tatsache, die bürokratische Hürde.
dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei dieser Frage. Gerne kann ich einiges ergänzen. Ich glaube, Deutschland hat eine gute Tradition darin. Wir haben ja diesen ordnungspolitischen Rahmen, dieser Begriff, der im Ausland häufig auf Unverständnis stößt. Und ich glaube schon, dass es eine Stärke ist, weil Ordnungspolitik heißt ja erstmal klare Rahmenbedingungen, klare staatliche Rahmenbedingungen. Das heißt gar nicht unbedingt, dass der Staat sich jetzt involviert und sagt, du machst dies und du machst jenes, sondern erstmal rechtlich eine starke Rahmenbedingung, aber dann auch die Voraussetzung für Innovation zu schaffen. Und hier muss man sehr genau abwägen, wenn es eine staatliche Lenkung ist, also der Staat sagt, hier in dieses Projekt wollen wir investieren, dann ist es häufig problematisch, weil der Staat nicht unbedingt weiß, was jetzt wirklich das richtige Modell ist. Und wir haben ja die Diskussion auch bei der digitalen Infrastruktur. Ist ein flächendeckendes Glasfasernetz wirklich die beste Technologie oder brauchen wir irgendwas anderes? Also da sind schon schwierige Entscheidungen, aber generell gilt, gute Rahmenbedingungen zu setzen, die Voraussetzung für Innovation zu schaffen. Wir haben über Forschungseinrichtungen gesprochen, am Max Planck, Fraunhofer, ich würde die Leibniz dazu addieren, weil auch wir als DEW Berlin dazugehören, auch wir haben den Auftrag, Forschung in Beratung, in Konkretes zu übersetzen. Und das sind Stärken, die Deutschland hat. Und was ein schönes Beispiel ist, Grundlagenforschung zu schaffen, was dann die private Wirtschaft nehmen kann und sagen kann, toll, das funktioniert. Ich glaube, da haben wir aber auch noch Schwächen in Deutschland. Also in den USA passiert es häufig so, dass aus Universitätsforschung, gerade wenn man sich die Universitäten in den USA anschaut, hier Startup-Unternehmer aus diesen Unis herauskommen, sagen, ich habe hier etwas gelernt, jetzt setze ich diese Idee um. Und diese Umsetzung, ich glaube, da hat Deutschland ein riesiges Potenzial, das noch nicht gehoben wird. Dafür brauchen wir dann auch steuerliche Rahmenbedingungen, dafür brauchen wir, glaube ich, auch eine neue Mentalität, das Scheitern zum Beispiel, dass das etwas nicht Negatives ist, sondern dass man als Unternehmer auch erstmal scheitern muss, bevor man wirklich langfristig Erfolg haben muss. Also Rahmenbedingungen, dazu glaube ich, ist der Staat wichtig, das zu schaffen. Das kostet auch Geld. Aber ich würde trotzdem sagen, Vorsicht, es darf keine staatliche Lenkung gewesen, denn das wissen wir, der Staat weiß es meist nicht besser, sondern das sind die Privaten, die besser wissen, was ist wirklich neu, was ist wirklich erfolgreich. Frau Mazzucato. So I do feel like we're being a bit schizophrenic. Either we look at Silicon Valley or we don't. If we want to look at Silicon Valley, then let's look at the real lessons, right? So this notion that you're just leveling the playing field and not making strategic choices would result in not only not having any of those technologies in our iPhones, which were picked, right? They were picked. It also would not result in Elon Musk today, who's the new hero after Steve Jobs, who just in his three companies, you know, Tesla, SpaceX, and SolarCity, received $5 billion from Uncle Sam. He was picked, okay? Now, what do we mean by picking? This is not picking through nepotism. It's not already saying, oh, we want that technology, let's fund that technology. But funding, and funding matters, this does cost money, a mechanism through which a portfolio of different types of investments can be chosen in order to address missions. So what do we mean by missions? This was your question. So the US government, when Europe was saying, okay, cut, 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 austerity, 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 actually said, that's not going to work. They did an $800 billion stimulus program, okay, what we didn't have in Europe. Now we're sort of waking up and saying, maybe we should, which created particular institutions, because we shouldn't forget, organizations matter. DARPA mattered for the IT revolution. The US government in 2009, with the stimulus program, also came up with some organizations like ARPA-E, which today is a key actor in confronting the green mission in the US. The $800 billion stimulus program was, at least initially, there's a whole book on this, directed around green. ARPA-E was absolutely central to some recent innovations like battery storage. They've come out with the most important so far, innovation around battery storage, but also the Department of Energy was, for example, the organization run by a Nobel Prize winning physicist, Steve Chu, a Chinese American, who gave $465 million in a guaranteed loan to Tesla, okay, to make the Tesla S car. A similar loan went to Solyndra, big failure.
Everyone knows about Solyndra because it failed and it got public money, so public bad, public stupid, public don't pick winners. But wait a second, they also picked Tesla. So admitting that the state is actually not just the lender of last resort, not just the leveler, not just the spender administrating the process, but a lead investor, in fact, historically an investor of first resort, means the state also must be able to fail. Instead, we often hear we need more risk-taking, more entrepreneurialism, you know, bankruptcy laws for the private sector. But if we want the kind of state which was active in the U.S., but also in Israel, where they have Yozma, the public venture capital fund, we should allow it to invest in a portfolio, but also get some of the upside, right, to fund, to cover the downside, the Solyndras, you know, the upside from Tesla to cover the Solyndra failure and the next round of investment. But this is where the U.S. has utterly failed. It socializes risks and privatizes rewards, and the public education system in Silicon Valley is embarrassing. And that's a crime, given how much that particular region received from public financing, and then did the public benefit, besides these great gadgets, which are important, do make our lives better, but let's also recognize the state investment there as well. Just a very quick follow-up question. By the way, the state did actually try to get some money out of Tesla, but the opposite. They said, if Tesla doesn't pay back the loan, we get 3 million shares in your company. It's like, who advised you that? You know, if the company fails, you want shares in the company? No, they should have said, if you are successful and pay back the loan, we get 3 million shares. What was the price per share in 2009 when they got the loan? 9. Okay. What was it when they paid back the loan? 90. Times that difference by 3 million, it would have more than paid back the Solyndra loss. Okay, let me bring us back to Germany. You're acquainted, I think, with the German research system. It was mentioned by both the minister and by Professor Fratscher. Some very, very able public research institutions out there, and of course, a whole chain, starting with basic research and going right up to applied, even with differences in patent law, depending in what part of that chain you're working. So my question to you would be, what's missing in that German picture? Is it simply the volume of investment that's going in, or would you say certain links in that chain are not working the way that they need to? So this could be a whole, very long conversation, but let me just pick some aspects that are missing. Procurement policy, so government purchasing has been absolutely central. In the U.S., if we want to use the U.S. as a model, I would be happy not to talk about the U.S., but given that we have someone here from Silicon Valley, you know, I assume we are talking about Silicon Valley. Procurement policy has been absolutely central to actively create markets, which then these SMEs can actually, you know, cater to. And not any SME. There's this kind of hype around SMEs and startups. Most startups and most SMEs are not that productive, not that innovative. They don't even, you know, they're not net job creators. About 6% are. And you really need to think very concretely how to help that subgroup of your SME population in order to scale up. And, you know, without that patient finance, so getting the KfW, for example, to form some very targeted investment funds which allow this smaller section of your SME population to receive that patient finance that goes beyond the usual venture capital cycle, which is 3 to 5 years. They're very exit-driven through an IPO or a buyout. That's going to be very important. And the European Investment Bank currently is setting up some of these funds, which the KfW can, of course, collaborate with. But, so procurement, then patient finance for a subset of your SMEs. But also, I think, you know, this mission-orientedness is extremely important. Otherwise, you end up just funding sectors. And many sectors across Europe are actually quite inertial. What they require are new challenges if you want to vitalize them. So I think the energy event policy could also be used a bit more concretely, precisely in terms of, for example, thinking about particular concrete challenges around energy, which then you allow the solution to come out from any sector, right? Not just the renewable energy sector. Es gibt ein Feld, in dem leider nur eins, in dem die Europäische Union diesem Rat folgt, weil es natürlich offensichtlich ist, dass wir im Bereich der Mikroelektronik, wenn wir da total abgehängt werden als europäischer Standort, wir dann in vielen anderen Bereichen nicht mithalten können. Und deswegen hat zum ersten Mal seit langer Zeit
die Europäische Union gesagt, okay, dieser Sektor ist für unsere europäische Entwicklung so wichtig, das ist mission-orientated, dass wir sagen, wir werden entgegen den generellen Regeln des Verbots von staatlichen Beihilfen, ich glaube bis 2020 6,5 Milliarden Euro, ist ja eine relativ kurze Zeit, nur für diesen Sektor zur Verfügung stellen, und zwar im Verhältnis 30% staatlich, 70% privat. Da Deutschland, insbesondere in Sachsen, ein relativ starkes Feld dort hat, sind wir mit unseren öffentlichen Haushalten alleine mit 1 Milliarde dabei, die sozusagen die 30% abbilden, zu denen dann 70% der Unternehmen kommen. Einfach um in der nächsten Generation der Mikroelektronik nicht total abgehängt zu sein. Aber wir machen das ziemlich selten. Gibt ein zweites Beispiel. Wir alle reden, Ihr Unternehmen auch, über die Elektrifizierung der Antriebstechniken. Wir sind vollständig abhängig bislang in der Batterietechnik der jedenfalls heutigen Generation von Südostasien, weil wir zwar mal das Land der Elektrochemie waren, große Unternehmen wie Varta und andere, aber in den 70er Jahren ist das alles abgewandert mit der Unterhaltungselektronik nach Südostasien. Warum schaffen wir es eigentlich nicht, zu sagen, in der nächsten und übernächsten Generation der Batterietechnik wollen wir im vorwettbewerblichen Bereich in Europa zwischen dem Kontinent, der Politik und den Automobilisten dafür sorgen, dass wir dort in Forschung und Entwicklung am Ende zu marktfähigen Produkten kommen, um nicht in die Abhängigkeit zu geraten, aber übrigens auch noch aus einem anderen Grund. Ich weiß nicht, wie die Zahlen, ob ich die richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, ein elektrisch betriebenes Fahrzeug braucht nicht mal 50% der Komponenten, die heute ein Verbrennungsmotor hat. Ich glaube, die Zahl der Beschäftigten ist irgendwie zwischen 1:4 und 1:7. Also wir verlieren, wenn wir nicht aufpassen, nicht nur Qualifikation, sondern massiv an Jobs in der deutschen Leitindustrie. Und warum wir nicht bereit sind, im Bereich sozusagen einer neuen Antriebstechnik uns darum zu kümmern, dass wir die selbst bei uns installieren, dass wir darüber Arbeitsplätze schaffen, aber auch Wertschöpfung, ist schon eine große Frage. Das dritte Thema, das haben Sie angesprochen, ist, die Energiewende wird ohne Digitalisierung nicht funktionieren. Wir haben jetzt gerade ein Gesetz bei uns dazu gemacht, aber auch da haben wir ja gewaltigen Entwicklungsbedarf. Ich glaube schon, dass diese Mission Orientation, die eben angeklagt wurde, jetzt nicht im Sinne von Mikromanagement funktionieren sollte, aber schon es große Bereiche gibt, wo wir wissen, dass die Volkswirtschaft am Ende bei uns nicht wird mithalten können, wenn wir dort nicht Fraunhofer, Universitäten, Leibniz, Max Planck bitten, gemeinsam übrigens mit den Franzosen, den Italienern und anderen zu sagen, in diese Richtung wollen wir gehen. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was wir in Europa zu wenig machen. Ich wäre heute nicht sicher, ob die Wettbewerbskommission uns Europa erlauben würde, Airbus zu gründen. Oder ob nicht einer käme und sage, nee, das ist ja ein marktbeherrschendes Unternehmen in Europa, das verbieten wir euch. Vermutlich wäre das die Folge. Also ich glaube, da haben wir ein etwas, wo wir mehr machen müssen. Ich muss eigentlich hier einen Cut machen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit und wir haben noch ein paar sehr wichtigen Themen. Wenn ich darf, Frau Hahn, Sie wollten dazu, glaube ich, was sagen. Das können Sie gerne, aber machen Sie auch während Ihrer Antwort einen Schwenk und sprechen Sie auch kurz über Bürokratieabbau. Denn das ist natürlich etwas, was damit zusammenhängt, sowieso gerade wenn wir über die EU sprechen. Kent Walker hat uns daran erinnert. Und das wurde auch vom Bundesminister Gabriel am Anfang besprochen. Deswegen würde ich auch gerne Ihre Meinung dazu wissen. Was müsste sich an der Regulatorik ändern, damit diese Startups und auch die Zukunftsforschung, die Zukunftsarbeit von Daimler wirklich vorankommt? Was ist da wichtig? Also vielleicht jetzt anknüpfend an das, was der Herr Gabriel gerade sagte, also Micromanagement ist es definitiv nicht, aus unserer Sicht oder aus Unternehmensperspektive.
wir oder den Bereich Business Innovation bei Daimler, ich versuche es an einem Beispiel zu verdeutlichen, gibt es jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Also wir sind recht früh als Daimler, haben wir erkannt, wir müssen nicht nur in das Kerngeschäft gucken, den Automobilverkauf, das Automobil herstellen, sondern wir müssen in Richtung Mobilitätsdienstleister uns ändern. So sind Themen wie beispielsweise Car2Go, Car2Share oder auch der Mercedes-Benz Energiespeicher, der ja aus alten Batterien hier betrieben wird, entstanden. Also genau mit diesem Think und Act Tank, der sich darüber Gedanken macht und der dann mit internen Kapazitäten, mit externen Kapazitäten, mit Universitäten zusammenarbeitet und versucht hier in Kooperation profitable Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle auf die Beine zu stellen. Natürlich fragen wir uns, weil die Produktionszeit sicherlich weniger ist als von einem normalen Verbrennungsmotor beim E-Fahrzeug, wie schaffen wir es, die Arbeitsplätze dann entsprechend zu halten und die Beschäftigung auch ein Stück weit zu sichern. Wir sehen das positiv. Wir glauben und stellen uns da auch durch einen kulturellen Wandel neu auf. Das heißt bei uns Leadership 2020, da steht der komplette Vorstand dahinter. Und ein Aspekt davon ist der sogenannte Inkubator. Also ich erkläre jetzt mal ein bisschen was drumherum, aber nicht zu lange, ich weiß, dass wir es versuchen, also nicht nur wir jetzt in dem kleinen Lab bei Business Innovation, sondern idealerweise alle über 280.000 Mitarbeiter von Daimler beschäftigen sich mit Innovationen. Und wir versuchen, diesen Pioniergeist in die Mannschaft zu bringen über beispielsweise Methoden wie Crowdfunding, Crowdvoting. Also jeder ist angehalten, jeder Mitarbeiter seine Idee einzubringen, seine Idee auch im Team einzubringen. Und es wird dann von einer definierten Crowd bewertet. Und die Crowd oder diese Gruppe an Menschen, die hat dann auch Budget zur Verfügung. Also erstmal im Sinne von Spielgeld, also jeder Mitarbeiter hat $500 beispielsweise und kann investieren und da entsteht dann erstmal ein Filter, aber die Selbstbestimmtheit des Systems ist da und jeder ist irgendwie engagiert. Und dann kommen 5 Ideen zustande und die 5 Top-Ideen, die für die am meisten investiert worden ist, die gehen dann in den Shark Tank sozusagen, wo von uns cross-divisional besetzt ist und dann entscheiden wir, was weitergetrieben wird, ob wir nochmal nach extern gehen und uns da Unterstützung holen und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, den wir gerade gestartet haben, also wir pilotieren den und vielleicht ist sowas auch übertragbar und denkbar in einem größeren Aspekt. Für diese jungen Pioniere, was wäre wichtig an Regulatorik? Man spricht immer wieder von Regulatory Sandboxes, also von einer Art Regulatorik leicht, damit sie schneller hochkommen. Finden Sie das eigentlich in der Tat wichtig für solche Startups oder ist es wichtiger für Sie, ein ganz festes Regelwerk zu haben, damit Sie wissen, wo Sie dran sind? Also ich möchte jetzt mal sagen, ein bestimmtes Regelwerk ist sicher gut, aber auch nicht zu eng bemessen. Ich glaube, der Freiraum ist enorm entscheidend und der Freiraum natürlich neben einem bestimmten Regelwerk, das immer einzuhalten ist, das ist sonnenklar. Aber diesen Freiraum, jetzt auch wieder an einem Beispiel von uns festgemacht, wollen wir bieten, indem wir jetzt gerade eine X-GmbH sozusagen gründen und in dieser Konstellation genau diesen Freiraum geben, den wir vielleicht so als Großkonzern nicht zur Verfügung stellen können. Kathleen Voss, Sie sind, nachdem Sie erst in Silicon Valley ein paar Jahre gearbeitet hatte, Ihr Unternehmen gegründet und so weiter, wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und da haben Sie eine gewisse Überraschung erlebt von dem, was ich gehört habe, gerade was regulatorischen Rahmen angeht. Vielleicht könnten Sie uns ein klein bisschen dazu sagen, was Sie Deutschland empfehlen würde, wenn es um regulatorischen Rahmen geht. Was könnte Deutschland von den USA lernen? Ich habe noch nicht so wahnsinnig viel Zeit zurück in Deutschland verbracht. Ich bin relativ viel hin und her gereist und habe in
in den USA mit einem Startup zusammengearbeitet, bevor ich mein eigenes gegründet hatte, und habe von Deutschland aus versucht, mit diesem Startup zu arbeiten, und wurde da mit jeder Menge Bürokratie begrüßt. Aber ich glaube, ich kann es relativ einfach zusammenfassen. Als ich in Stanford in meinem ersten Jahr mein eigenes Unternehmen Sension gegründet hatte, hat mein Anwalt, der dieses Unternehmen tatsächlich, diese GmbH-artige Form gegründet hat, für die halbe Stunde, die ihn die Unternehmensgründung gekostet hat, mir noch nicht mal eine Rechnung geschrieben. Ja. Also Anwälte in Deutschland sollten kostenlos arbeiten, oder es gibt, es gibt so wenig Regulatorik in Amerika, dass es möglich war, ja, dass er in einer halben Stunde fertig war. So sah das aus. Beides. Beides. Beides eigentlich. Also, und der Witz der Anwälte ist tatsächlich ein echter, denn es gibt tatsächlich Anwaltsfirmen, die, kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, Mentoren, die Geld wieder in das Ökosystem mit reinstecken. Es gibt Anwälte, die grundsätzlich Unternehmern, die ihnen irgendwie vielversprechend aussehen, kostenlos die Firma gründen, das erste Patent anmelden, die ersten paar Sachen machen. Ja, und bezahlen können wir, wenn wir Geld mit reinbringen. Gut, ich versuche mal, Sie zu fragen, ob es noch einfachere Ideen der Deregulierung gibt, als die deutschen Rechtsanwaltskammern zu verändern. jetzt offen gefragt, fallen Ihnen aus Ihrer praktischen Erfahrung Dinge ein, wo Sie sagen, lieber Staat, da musst du dir was einfallen lassen, das muss man anders machen, oder haben Sie konkrete Beispiele dafür? Also ich glaube, mein konkretestes Beispiel ist die, grundsätzlich die Rechtsform der GmbH und von all dem, was ich von Freunden, die in Deutschland gründen, höre, und von Investoren, die aus den USA zum Beispiel investieren, höre, ist, dass die ganz einfach ein Albtraum ist, dass die Gewinnabsicht ein großes Problem ist, dass man nicht in der Lage ist, lang genug ein Unternehmen am Leben zu halten und Entwicklung zu fördern. Die Tatsache, dass amerikanische Investoren beispielsweise grundsätzlich nicht bereit sind, in GmbHs zu investieren, sondern dass ich, wenn ich ein Unternehmen in Deutschland gründen würde und dazu mein amerikanisches Netzwerk als Investoren mit reinholen möchte, auf jeden Fall ein amerikanisches Unternehmen gründen müsste und eine deutsche Tochter haben müsste, sind Beispiele dafür. Aber um ehrlich zu sein, ist mir dieser rechtliche Rahmen als Unternehmer, solange ich damit umgehen kann, relativ egal. Aber ich glaube, in Deutschland ist die Hürde einfach zu groß. Professor Fratscher, es wird immer wieder gesagt, es fehlt in Deutschland eine gewisse Risikobereitschaft, auch diese Idee fail big and fail fast. Ist das eine Frage von Gesetzen und Regeln, oder ist das irgendwie so embedded in eine Wirtschaftskultur, dass es schwer zu verändern ist? Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, aber wir haben, wenn man sich fragt, was ist denn eigentlich notwendig für ein Land, für eine Wirtschaft erfolgreich zu sein, innovativ zu sein, gibt es eine sehr schöne Arbeit von Michael Floyd, der sagt eigentlich drei T's: Technologie, Talente und Toleranz. Und wir haben jetzt sehr viel über das Erste gesprochen, über Innovation, über Rahmenbedingungen, über Infrastruktur. Aber vielleicht genauso oder noch wichtiger sind eigentlich die anderen beiden. Also die Frage, wie kann man wirklich die Menschen dazu bekommen, erstmal die klügsten Köpfe anzulocken? Da ist Silicon Valley hervorragend drin. Aber auch wir in Deutschland haben sehr smarte, kluge, gut ausgebildete Leute. Wie kann man die Leute dazu bringen, wirklich ein Risiko einzugehen? Und das erfordert, glaube ich, schon eine andere Mentalität, zu sagen, Scheitern wird nicht unbedingt als was Negatives angesehen. Viele, eine lange Zeit waren die Gesetze so, wenn sie persönliche Insolvenz anmelden mussten, dann haben sie viele Jahre gebraucht, um überhaupt wieder ein Einkommen zu haben, was sie behalten durften. Das wurde jetzt geändert, aber trotzdem, glaube ich, haben wir in Deutschland hier noch einen großen Bedarf, eine neue Mentalität zu haben, zu sagen, es ist gut, wenn Menschen Risiken eingehen, versuchen, ein Unternehmen zu gründen. Es ist völlig normal zu scheitern und dafür Talente anzulocken und auch dieses Thema Vielfalt oder Toleranz. Vielleicht jetzt entferne ich mich von meiner Rolle als Wissenschaftler zu sagen, Berlin ist dafür wirklich ein fantastischer Ort, weil es eine sehr offene Stadt ist, eine sehr tolerante Stadt ist. Wir haben Israelis, die kommen aus Tel Aviv und sagen, Berlin ist ein toller Ort. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die Deutschland noch viel stärker entwickeln muss.
Vielen herzlichen Dank. Und damit würde ich gerne jetzt diese erste Runde, ein Satz, one sentence. Oh, well, I thought it was a pity we didn't say anything about tax, because it's a huge, you know, it's then say something issue. About tax. But I actually wanted to react to something he said just really quickly. Okay, which four is sentences. Your point about risk is absolutely right, and the three T's, but it's just as true in the public sector. So the head of ARPA-E was Arun Majumdar, really smart guy from Stanford, who then ended up running Google's, well, he was the vice president for Google's energy program. This sharing of talent between public and private can only happen when we actually think the public is important. So it's an honor to go work in the government. Currently, the narrative in Europe, and again, unfortunately, because of the message that's coming from Germany, that all the problem is the public sector, so cut, cut, cut. Who the hell's gonna wanna work in government in Europe? Are we going to get top scientists to think it's an honor to go run some of these agencies? So narratives matter. Quickly on tax, what drives business investment, and I've spoken to many, you know, investors across many different sectors, is the perception of where the future technological and market opportunities are. You can reduce tax as much as you want, whether it's the rates or specifically the R&D tax credits, et cetera. If there's not that willingness to invest, the animal spirits that Keynes talked about, they're not going to invest. Make R&D as cheap as you want, they're not going to invest. And historically, these opportunities have been absolutely related to direct government investments in particular areas, again, these mission-oriented areas, which have formed these areas which then business wants to go into. Currently, we have a crisis in Europe. There's a proliferation of regressive taxation, like the patent box. Patents are already monopolies for 20 years. The policymakers' point is not to increase profits, it's to increase the investment that goes to innovation. So instead of directing our efforts to increasing the profits generated from the patents, we should be getting the right tax incentives which actually increase the research that generates those patents. And, you know, the patent box is simply increasing inequality because in the end it's a huge reduction in tax revenue to the state, which, surprise, surprise, goes and cuts music and health services. But R&D tax credits, same thing. You don't target the profit generated from the R&D, but the work that leads to it. So there's something called the working tax credit in the Netherlands, for example. So the details matter, but unfortunately the narrative about what drives innovation is currently being used to lobby for very regressive policies, which simply increase inequality. Listen to Warren Buffett. He's the most strong advocate of this problem. He says, why did you reduce my capital gains tax? Thank I don't you. Even look at that. Thank you very much. Wir werden jetzt genau dieses Thema von Ungleichheit und auch diese Frage, wie nehmen wir die Menschen mit, genau das wollen wir in unserem zweiten Panel jetzt diskutieren. Erstmal ganz herzlichen Applaus an Sie alle, auch an Herrn Voss. Vielen Dank. Herr Voss, vielen Dank, dass Sie bei uns waren mitten in der Nacht und Ihnen alles Gute, viel Erfolg.